Heute bin ich mal in Spanien sondeln, auf dem Campingplatz. Da ist unser Zelt. Die Kinder sind gerade Zähne putzen und gehen jetzt gleich ins Bett. Dann muss ich euch noch mal kurz das hier zeigen. Was ist das? Hat meine Tochter gebaut. Für Ameisen. Sieht ein bisschen aus wie eine Arena. Ein Haus für Ameisen. Auf jeden Fall habe ich ein Signal. Und ich will euch mal meinen neuen Detektor zeigen. Also ein neuer, alter, gebrauchter Detektor, den ich mir mal gekauft habe, jetzt vor kurzem. Ein Tesoro di Leon. Sehr cooler Detektor. Ich wollte schon immer mal einen Tesoro haben, den mal testen. Und hier hatte ich gerade schon ein Signal. Und schaut mal, was ich da gefunden habe. Eine spanische Münze. Una Peseta. Ein Peseta von 1979. Ja, auch hier gibt es nur noch den Euro. Das heißt, ein Stück Geschichte. Ein Stück Geschichte, bevor der Euro nach Spanien kam. War das hier das Geld. Sehr schöner Fund. Hier kann noch richtig was liegen. Das ist das erste Signal übrigens. Ja, 40er, 30er Leitwert. Etwas springend. Mal schauen, was das ist. Eine Abziehlasche. Wieder ein bisschen springt, 60er Leitwert ungefähr. Da liegt's. Noch mehr spanisches Geld. Una Peseta. 1966. Etwas höheres Signal. Vielleicht ist es wieder eine Münze, aber eine andere. Oder Müll. Wir werden sehen. Eine Münze, oder? Was denn? Das ist ganz kleines aus Aluminium. 2001 steht auf jeden Fall drauf. Da oben. Eine sehr kleine Münze. Bereich. Peters. España. Da, 1994. Also bis jetzt war jedes Signal eine Münze. Schon wieder direkt daneben. Da war die Münze. Auch ein interessantes Signal wieder. Da steht 1497 bis 1897. 25 Peters Pesetas. Oder? Und da 1997, das Prägejahr. Da steht irgendwas anderes drauf noch hinten. Melilla.
Melia. Petas. Pesetas. Ich weiß es nicht genau. Man ausspricht Petas. Auf jeden Fall M. M 1997. Wieder eine Münze. Ich finde hier nur Münzen. Also hier liegt nichts außer Münzen. Was ist das jetzt? 10 Cent. Euro, oder? Ja. 10 Euro Cent. Ein Stück Geschichte. 1999. Ja, irgendwann wird auch der Euro Geschichte sein. Früher oder später. Stark schwankend. Aber auch da müssen wir mal nachschauen. Ich hoffe ja auf irgendeine besondere Münze hier. Das wäre cool. Irgendeine große, alte Münze. Da. Diesmal ist es keine Münze. Aber was anderes cooles. Ein Hering. Wie kann das denn sein? Der ist aus Plastik. Das ist er nicht. Hä? Aber das war das Signal, was ich gerade hier pinpointet habe. Ne, da ist noch was daneben. Was denn? Eine abgebrochene Spitze von einem anderen Hering noch. Egal, nehme ich beides mit. Was haben wir denn da Schönes? Ja. Schlafen deine Ameisen schon? Da sind keine. Wieso nicht? Da haben sie es bestimmt in den Luften gemacht. Da habe ich keine gesehen. Ist das deine? Papa? Ist das deine Kamera? Ja. Wem seine sollte es denn sonst sein? Möchtest du mal filmen? Ja. Rankomm ans Mikrofon. Wieso? Dann hört man das. So, so, genau. Und dann schön hier Raul rein. Nicht so nah. So? Schön stillhalten. Stillhalten. Sonst geht das doch nicht. Ich glaub. Oh, 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 was ist das? Filmst du drauf? Ja. Das ist was Großes. Schön drauf filmen, ja? Ja, yes. Ich guck immer nach deinem Finger. Was, wie groß ist das bitte? Was ist das? Ein Geld. Ja, ein Geld, das ist ein Riesengeld. Ich kann kurz nicht stimmen, ich muss mich kurz kratzen. Noch ein bisschen dunkler die Kamera. Kann man es bestimmt besser sehen. Halt mal still. 50 Petas. Pesetas, Petas, Petas. 1975. Das könnte auch das Prägejahr sein. 1975. Leider schon ein bisschen rötlich angelaufen. Aber auf jeden Fall eine große Münze. Gib mal wieder her. Was denn? Das. Die Kamera? Ja. Wie findest du den Detektor? Schön. Schön? Da ist ein Löwe drauf. Boah. Ein Wolf. Ja. Kann ich die wieder? Kauf dir mal ein Eis. Über 80er Leitwert hatte ich bis jetzt noch nie. Ach, da liegt er ja schon. Flaschendeckel.
66er Leitwert. Könnte wieder eine Münze sein. Aber als ich es von der anderen Seite angeschwenkt habe, war es wesentlich höher. Könnte auch Müll sein. Was soll ich dazu sagen? Ein Dosendeckel. Hier bin ich jetzt in der Nähe vom Fluss und da habe ich einen interessanten Leitwert. Könnte wieder eine Münze sein. Ist eine Münze. Allerdings nur 10 Cent. 1999. Ich habe es schon gegraben. Ich wollte nicht hier das Signal filmen, aber das ist ein schöner Fund. Kommt im Silberbereich rein, würde ich sagen. Also sehr weit oben, 80, 90. Und das ist ein Ring. Ups, jetzt haben wir runtergefallen. Da ist er. Ein Ring. Wird auf jeden Fall echtes Silber sein. Und ein bisschen verbogen. Es scheint ein religiöser Ring zu sein, oder wie soll man das sagen? Ein heiliger Ring? Da ist Jesus drauf abgebildet, mit einer Krone drauf, wie er am Kreuz hängt. Also wahrscheinlich ein katholischer Ring. Ist auch recht schwer, ist auf jeden Fall aus Silber. Schöner Fund mit dem Tesoro. Echt ein cooler Detektor. Macht Spaß damit zu suchen. Vor allem wenn viele Funde kommen. Bin jetzt wieder zurück am Anfang. Da vorne am Wasser lag sehr viel Müll. Und hier ist der Boden auch weicher und hier habe ich jetzt direkt wieder eine Münze gefunden. Ich habe inzwischen auch einiges am Müll gegraben. Da haben wir jetzt wieder... Oh, ich dachte, es wäre was anderes. 10 Cent. Ich dachte, es wäre eine alte spanische Münze, aber es ist doch nichts. Nur 10 Cent. Kürziger 50er Leitwert, eigentlich eher so Abziehlaschensignal, ne? Könnte aber auch Gold sein. Abziehlasche. Also der Tesoro ist schon echt genau. Der hat eine gute Metallunterscheidung. Und ist eine coole alte Maschine. Ich werde mir dafür noch eine andere Spule holen. Den auf jeden Fall behalten und damit öfters mal suchen gehen. Hier ist auf jeden Fall der ganze Müll, den ich gefunden habe. Schmeiße ich dann in eine Mülltonne hier. So habe ich den Campingplatz ein bisschen sauber gemacht. Vielleicht behalte ich diesen Hering. Ein paar Abziehlaschen, ein paar Signale, die ich nicht gefilmt habe. Und ein paar coole Funde. Highlight ist auf jeden Fall der Ring und diese große Münze. Und ich finde, für ungefähr eine Stunde, die ich jetzt hier gesucht habe, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat oder es interessant war, könnt ihr ein Like da lassen und einen Kommentar schreiben. Bis zum nächsten Mal. Jetzt er locker? Ja. Okay, dann ist jetzt der Moment gekommen. Boah. Lass mal einen Helm nur. Oh, der ist aber schwer. Und der ist aber fertig. Der riecht schon ganz schön. Boah, was ist ein Trümmerhaufen? Was ist das? Wattenklopper, den müssen wir erstmal ein bisschen bürsten gleich. Das, boah. Das war ein großer Soldat. Alter, aber richtig groß.